Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen am 1. Jänner 2016. Die Flüchtlingsthematik hat das Jahr 2015 geprägt wie kaum etwas anderes. Jetzt nimmt sich erstmals ein Filmemacher dieses Themas an. Der Kärntner Produzent Robert Hofferer arbeitet für seinen Film Die letzte Barriere mit einem internationalen Team zusammen. Sein Hauptdarsteller kommt aber aus Kärnten. An der serbisch-ungarischen Grenze soll der junge Filmemacher Michael eine Dokumentation in einem Flüchtlingslager drehen und trifft auf Menschen und deren Schicksale. So viel zur Ausgangslage des Films Die letzte Barriere. An Originalschauplätzen in Serbien und Bosnien gedreht, erzählt der Film über Liebe, Angst und Hoffnung, Gut und Böse. Wir leben eigentlich in einer von Gewalt zerrissenen Welt und auch in einer von Angst zerfressenen Welt. Wir sollen immer vor allem Angst haben, jetzt sollen wir vor den Flüchtlingen Angst haben, vor Terroristen Angst haben. Ich glaube aber, dass unsere Gesellschaft stark genug ist, unsere humanistische Demokratie stark genug ist, um vor niemandem, vor nichts Angst zu haben. 3 Wochen lang herrschten Regen und Kälte am Filmset. Gedreht wurde bis zu 16 Stunden am Tag. Bedingungen, die das Filmteam an seine Grenzen brachte. Allen voran Hauptdarsteller Michael Christoph. Zuletzt in dem Film Die Wälder sind noch grün zu sehen. Ich bin ein Schauspieler, ich verkörpere eine Rolle, kriege das auch bezahlt. Und diese Leute haben aber dieses Schicksal, also die spielen jetzt keine Rolle, die spielen keine Geschichte, sondern die haben das erlebt. Where are you from? Woher kommen Sie? I am from Damascus, Syria. Ich bin von Damaskus, Syrien. Ich studierte Jus, ich bin ein erfolgreicher Anwalt. Ich wollte nicht umsonst sterben. And I don't want to die for nothing. Im Film vermischen sich Realität und Fiktion, Spielszenen und Dokumentationsmaterial, wobei die Produktion ganz ohne öffentliche Mittel auskommt. Neben oberösterreichischen Unternehmen kommt finanzielle Unterstützung auch von Kärntner Unternehmerseite. Na, ich erwarte mir, dass eben, dass man hier auch eine Schiene aufgemacht hat, die ganz wichtig ist und das wechselseitige Miteinander fördert. Und dieses Verständnis ist ja ein, das scheint mir ganz wesentlich zu sein, darf eben keine Einbahnstraße sein. Es geht nicht nur um das Verständnis der Österreicher für die Kultur und die Religion der anderen. Es geht vor allem auch um das Verständnis der anderen für unsere Kultur. Neben dem arabischen Sender Al Jazeera haben auch The Guardian und die New York Times ihre Unterstützung bei der Bewerbung des Filmes zugesagt. Derzeit wird Die letzte Barriere in London geschnitten. In die Kinos kommen wird der Film voraussichtlich im nächsten Herbst.